Meine Damen und Herren, wir präsentieren Ihnen jetzt Edina Popp, Henriette Strobel, Wolfgang Heichel. Hier sind Genghis Khan and The Legacy. Auf geht's! Sie ritten um die Wette mit dem Steppen, mit 1000 Mann. Und ich bin auch noch da. Ja. Und Christian. Moment, ich kann's. Hachi, Halef, Omar, Ibn, Hachi, Abul, Abbas, Ibn, ja. Hachi, Dawud, Al-Ghassara. Wolfgang, ganz kurz, warum eigentlich Genghis Khan and the Legacy? Einfach, wir konnten ja schlecht nur uns Genghis Khan nennen, nachdem wir ja 4 jüngere Kollegen dazugenommen haben. Das wäre dann etwas verwirrend gewesen für die alten, eingeschworenen Fans. Aber die jungen Fans, die jetzt dazugekommen sind in den letzten Jahren, ich glaube, die schätzen die Legacy mittlerweile auch als komplette Genghis Khan-Dazugehörigkeit. Darf ich dazu mal einen Applaus hören, bitte? Dankeschön. Wolfgang, lass uns noch mal ganz kurz ein bisschen interaktive Action machen. Aufstehen, einmal mitmachen, bitte. Wer weiß, wozu man das noch gleich braucht. Du fängst links mit der Hacke an. Ching. Ching. Boom. Also, Ching und dann die linke Hand drauf. Also Ching, Bum. Dann das gleiche mit rechts. Ching, Bum. Sie auch. 1, 2, 3. Und dann? Ching. Dann geht es so weiter. Kriegen Sie das hin? Ja, und einmal Sie noch, schon. Einmal noch ganz kurz für alle, damit Sie es auch ganz genau begreifen jetzt. Hachi, Halef, Oma. Weiter. Ben, Hachi, Abul, Abbas. Ibn, Hachi, Dawud, Al-Ghassara. Und jetzt schnell, ganz schnell. 1, 2, 3, 4. Hachi, Halef, Oma, Ben. Hachi, Abul, Abbas, Ibn, Hachi, Dawud, Al-Ghassara. Aha, ah. Hachi, Halef, Oma, Ben. Hachi, Abul, Abbas.
Dankeschön! Dankeschön!